Skulpturen, Grafiken, Zeichnungen. Großes Welttheater im Foyer der Leipziger Volkszeitung. In der Kunst von Rolf Kurt geht es um Liebe, Lust, Leben, Tod und auch immer um Schönheit. Er sieht sich selbst als eine Art Geschichtenerzähler. Geschichtenerzähler finde ich gar nicht so schlecht. Wenn man Geschichten erzählen kann, muss man ja nicht gleich ein Plauderer sein. Man kann ja auch eine Geschichte sehr auf den Punkt bringen, ja, die dann wirklich auch Interesse erregt. Die griechische Nymphe Daphne, die auf der Flucht vor Apollon in einen Lorbeerbaum verwandelt wird. Die Figur des Minotaurus, halb Stier, halb Mensch. In seinen virtuellen Darstellungen geht es um Kultur, aber auch um die Weltpolitik. Genau das fasziniert Kurator Günther Rothe. In dieser Ausstellung geht es um die Gedanken eines Künstlers in dem 75. Lebensjahr, die er in den letzten 4 Jahren zusammengefasst hat, in visuellen Formen, in Plastiken, die sein ganzes Leben beschäftigt haben. Die Örtlichkeiten waren für mich als 2 Aspekten interessant. Sie ist erstmal viel länger geöffnet wie ein Museum. Sie liegt mitten in der Stadt und man kann die Ausstellung ab 9 Uhr bis 23 Uhr durchgehend besuchen. Noch bis zum 4. August ist die Ausstellung im Foyer der LVZ zu erleben. Dann wird sie weiter nach Hamburg ziehen.